Hallo, schön, dass du wieder einschaltest. Ich habe mich heute gefragt, was es mir wert ist, mit dir zu teilen. Und es wurde mir wieder sehr stark bewusst, wie wichtig es mir persönlich ist, dass wir alle konstant für immer umziehen. Von einem Paradigma in ein anderes, von einem alten Reich der Wiederholung und Trennung in das Reich, in das Haus des Einen, des Einsseins und der Einheit. Und unsere Wahrnehmung von dieser einen Quelle zu beziehen, konstant. Das ist die größte Wichtigkeit und die größte Dringlichkeit von jetzt, von heute und von immer. Das ist der Grund, warum wir hier jetzt sind, uns in Raum und Zeit eingeschleust haben, um unserem Geist und dem einen Geist damit zum Erwachen zu verhelfen. Und das ist etwas, was es mir sehr wert ist zu teilen, weil ich es selbst jeden Tag und jeden Moment erlebe und erfahre, wie leicht und einfach es ist, von der Schwingung der Trennung in die Schwingung der Einheit zu wechseln, mit unserem Willen. Einfach nur dadurch, dass wir es wollen und dass wir uns hierfür entspannen. So wie jetzt. Was immer wir uns vorstellen, was wir gerade sind und wo wir gerade sind, lasst uns einmal ganz tief einatmen. Für ein Einatmen ist immer Zeit. Beim Autofahren, in einem Konfliktgespräch. Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, was wir wirklich wollen. Und im Einatmen bemerken wir schon, dass sich alles in uns entspannen möchte und wir geben dem einfach nach. Wir geben der Öffnung, dem Empfangen einfach nach, weil wir wissen, dass es gut ist. Weil wir erfahren, dass es gut ist in dem Moment, in dem wir es tun. Und in diese Entspannung hinein kommt ein Schmetterling geflogen. Und lasst die Schmetterlinge eures Seins nun aus dieser Entspannung hervorfliegen und sich verteilen und sich auf alles setzen, was geheilt werden möchte. Denn in dieser Entspannung liegt bereits unsere Göttlichkeit, unsere Bereitwilligkeit, die Einheit zu erfahren. Entspannung kommt nie vom Ego. Das Ego ist zusammenziehen. Trennung ist sich schützen und sich zusammenziehen und sich verteidigen müssen. Entspannung ist immer von Spirit, von der Heiligkeit in dir selbst und von deiner Bereitwilligkeit, sie zu erfahren. Und in dieses Präsenzfeld
unseres puren Existierens hinein, können wir nun alle Schwingungen des Unfriedens und der Trennung einladen und sie dahin bringen, sie in dieses Feld hineinbringen. Denn, wie groß sie auch immer erscheinen mögen, das Entspannen, das Grenzenlose in dir ist ewiger als alles Getrennte, das immer nur temporär ist. Es ist ewig, weil es wahr ist, und es ist wahr, weil es ewig ist. Und in diese Wahrheit hinein, die eine Tatsache ist, gegen die wir uns nicht wehren brauchen, weil sie ohnehin stimmt, weil sie ohnehin das ist, woraus wir existieren, in diese Entspannung hinein, in diese hohe Schwingung hinein, bringen wir all unsere Fehlwahrnehmungen von Trennungen. Denn hier und nur hier in diesem Feld der Entspannung nehmen wir es wieder ganz natürlich als Fehlwahrnehmung wahr. Wir müssen uns das nicht mantraartig vorsagen. Wir müssen nicht unseren Verstand damit füttern. Unser Herz dafür zu öffnen, dass die Wahrheit wahr ist und nur die Wahrheit wahr ist, ist alles, was wir tun brauchen. Und die Wahrheit tut das Ihrige mit all den Fehlwahrnehmungen, für die wir uns in diesem sicheren, entspannten Feld nun einfach wieder öffnen können. Ganz natürlich. Und immer weiter. Wir machen auf, wenn das Ego schreit, mach zu! Machen wir auf. Mach zu! Wir machen auf. Und wenn wir dagegen einen Widerstand haben, uns aufzumachen, machen wir uns für diesen Widerstand auf. Das Ja schwingt höher. Mehr müssen wir nicht tun. Und das ist, was das Nein wollte. Es wollte nur im Ja aufgehen. Und das ist die schönste Erfahrung, die es hier gibt. Und die ich hier erleben darf. Und ich bin glücklich und dankbar, dass ich sie mit dir erleben darf. Hab einen freudigen Tag im Haus Gottes und wisse, dass du im Haus Gottes bist. Dass es keinen Weg dahin gibt, außer diese Erkenntnis jetzt anzunehmen. Sich dafür ganz weit zu machen, sich dafür zu entspannen und es einfach in dir drin ganz selbstverständlich und natürlich zu wissen und zu fühlen. Ja, ich fühle es. Ich fühle, dass du es fühlst. Weil es immer schon war.